So, Freunde, eine spannende Folge Nachtschwestern wartet auf euch kommenden Dienstag. Warum? Ihr seht uns Ärzte und Pfleger, aber nicht nur die, sondern auch die liebreizende Jule Gülsdorf. Die hat nämlich einen besonderen Gastauftritt in der Folge. Was genau da passiert, das sehen wir gleich. Aber davor würden wir gerne sehen, wie es hier aussieht. Wir können vielleicht schon mal verraten, dass ich ja Moderatorin bei NTV bin, denn NTV, der Nachrichtensender, hat sozusagen, ja, spielt eine kleine Rolle und ich bin mit dabei. Und hier sind wir in den Heiligen Hallen und wenn du magst, können wir unsere Zuschauer mal rumführen, oder? Aber sehr gern. Das hier ist unsere Brücke. Da sitzt der sogenannte CVD, der Chef vom Dienst. Das ist der, der quasi die Sendung fährt. Also wenn ich als Moderatorin im Studio sitze, dann sagt er mir, was wir als nächstes für Themen machen. Der sagt mir auch immer genau, was passiert, was im Fall von Breaking News ja ganz wichtig ist. Was ganz spannend ist, ist ja immer die Regie. Das sind dann unsere Regie-Kollegen, die die Beiträge abfahren, die uns sagen, wann wir wieder im On sind. Es sei denn, sie vergessen es mal und dann heißt es plötzlich, noch eine Sekunde und du bist im Bild. Dann könnt ihr hier ins Studio gucken. Ach krass. Und da sitzen die Kollegen Christine Langner vom Sport und Marcel Wagner, unserer News-Anchor für jetzt. Hallo. Hallo. Dürfen wir mal ganz kurz Hallo sagen? Wir gucken gerade ein bisschen hinter die Kulissen. Genau. Das ist jetzt quasi die Live-Sendung. So klein machen hinterm Tisch, dass man uns nicht sieht. Ne? Genau. Ihr seht, NTV-Moderatoren sind immer sehr entspannt. Selbst in der laufenden Sendung kann man mal kurz guten Tag sagen. Mhm. Aber die sind einfach gut vorbereitet, deshalb geht das dann auch. Jetzt haben wir euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen von NTV verschafft. Hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Du hast einen richtig coolen Arbeitsplatz. Tolle Leute hier. Gefällt mir. Ist es auch und es ist vor allem super spannend, weil ja jeden Tag neue Themen aufkommen. Also es bleibt super abwechslungsreich. Ja, aber was macht NTV jetzt bei den Nachtschwestern? Ich würde mal sagen, das erzählen wir euch. In der Arena ist irgendwas explodiert. Verdacht auf Terroranschlag. Die Leitstelle sagt, wir müssen uns auf einen Massenansturm vorbereiten. Es gibt auch schon Tote. Bei den Nachtschwestern findet eine Katastrophe statt. Letztendlich gehen ganz viele Leute auf die Köln-Beats und feiern dort und plötzlich explodiert was. Und man weiß nicht, was passiert ist. Es ist ein Terroranschlag, es ist kein Terroranschlag. Und die Krankenhäuser sind überfüllt und NTV ist natürlich das erste Medium, das darüber berichtet und ist damit auch in der Serie mit dabei. Deshalb darf ich dann als Nachrichtenmoderatorin mitspielen, was ja aber eine Situation ist, die in unserem realen Nachrichtenleben genauso passieren könnte. Also wenn in Köln es jetzt einen Terroranschlag oder einfach nur ein Unglück gäbe, dann wären wir natürlich schnell dabei, darüber zu berichten. Und das ist jetzt mal ganz spannend, sozusagen das mal fiktiv zu erleben. Endlich haben wir ein erstes Statement der Behörden zu den Ereignissen der Nacht in Köln. Also es ist ganz schön, auch mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Also ich hätte zumindest nichts dagegen, wenn ich noch mal eine andere Rolle spielen dürfte. Schön wäre, wenn es mal keine Journalistin ist, weil da bin ich ja auch wieder nur ich selber. Also ich würde gerne mal sowas, so ein Fiesling, so wie du spielst, das fände ich eigentlich mal ganz cool. Die Resonanz bisher auf die Rolle, die ich spiele, habe ich größtenteils eigentlich von meinem engeren Umfeld bekommen, die mich ja als lieben, netten, lustigen Menschen kennen. Und wenn ich dann so ein wenn ich dann so ein hinterlistiger Typ bin, dann finden die es teilweise lustig und andererseits können sie es aber auch nicht ganz begreifen, was sie dann sagen, wie machst du das? Weil eigentlich bist du ja voll nett. Die Zuschauer können ganz, ganz viel Dramatik erwarten. Man muss sich vorstellen, dass eine Katastrophe passiert und gute 2000 Menschen davon betroffen sind, verletzt sind und alle Krankenhäuser volllaufen, dass man kurzzeitig überlegen muss, kann man noch mehr aufnehmen, wenn man eigentlich gar keinen Platz hat? Hat man genug Ärzte, hat man genug Pflegepersonal? Was ich ganz spannend fand, ist, dass ja die Nora, die ist ja sogar selbst persönlich betroffen von diesem Vorfall und das macht es natürlich gleich doppelt spannend. So Leute, ich garantiere euch, die nächste Folge Nachtschwestern wird spannend, dramatisch, alles. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch Jule. Ganz genau, und zwar nicht nur, weil NTV eine Rolle spielt, sondern auch generell. Also solltet ihr nicht verpassen, Nachtschwestern jeden Dienstag, 20.15 Uhr bei RTL und auch bei TV Now. Ganz genau. Schaltet ein.